Im letzten Video ging es um die Zusammenarbeit und die Teamkommunikation beim Shopfloor-Management. Bei den Shopfloor-Besprechungen kommen immer wieder Themen auf, die nach Verbesserung schreien. Wie macht man das? Was sind die Tipps, damit gut gemeinte Maßnahmen nicht wieder im Sande verlaufen, wie halt so oft in den Firmen? Deshalb ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess im Shopfloor-Management Thema dieses Videos. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Auf der Shopfloor-Tafel gibt es im Wesentlichen drei Hauptbereiche. Der erste beinhaltet Grafiken und Kennzahlen zum Thema Arbeitssicherheit und Personal. Das zweite Diagramme und Kennzahlen mit den Zielen und Prozessen. Und der dritte ist der Bereich der kontinuierlichen Verbesserung, kurz KVP. Beim Thema KVP sollte man grundsätzlich zwei Arten unterscheiden. Ideen der Mitarbeiter, die einfach so aufploppen, also jetzt ohne einen konkreten Bezug zu einer Prozesskennzahl haben, also bildlich die Glühbirne über dem Kopf, wie man es aus dem Comic oder aus einem Zeichentrickfilm wirklich kennt, so bong. Dazu ein Beispiel. Wenn wir in einem Viererbüro Pyramidenschaum an die Decke und Wände kleben, dann ist es weniger laut und die Kollegen sind beim Telefonieren weniger gestört. Das lässt sich leicht umsetzen und verbessert die Bürosituation. Solche Ideen sind wirklich super wertvoll und sollten im Rahmen des Ideenmanagements wirklich geprüft und auch umgesetzt und gewertschätzt werden. Was aber beim KVP im Rahmen des Shopfloor-Managements gemeint ist, dass bei der Durchsprache der Kennzahlen aus dem zweiten Teil der Shopfloor-Tafel bestimmte Kennzahlen eben nicht erreicht werden, dass man das Ziel nicht erreicht, dass also ein Problem oder ein Hindernis besteht, ein gesetztes Ziel nicht zu schaffen. Das ist wirklich Thema von diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Bereich des Shopfloor-Managements. Und wie geht man jetzt wirklich vor? Damit es verständlich wird, möchte ich es an einem Beispiel erklären. Folgender Sachverhalt. Die Gesamtanlageneffektivität an einer Produktionslinie ist zu gering und soll um 10% erhöht werden. Das ist das gesetzte Ziel und damit die Herausforderung, die man erreichen will. Die Gesamtanlageneffektivität wird täglich berechnet und hängt immer als aktuelles Diagramm im zweiten Teil eben des Shopfloorboards bei den Kennzahlen. Soweit jetzt das Beispiel. Da ist es ja jetzt ziemlich realitätsfern, dass irgendein Mitarbeiter und vielleicht noch am besten der Chef einmal vorbeikommt und hat dann die zündende Idee und plopp, alles ist im grünen Bereich und alle Kennzahlen sind supi. Also wird nicht passieren. Die Herausforderung ist damit also der Titel einer Reihe von Verbesserungsmaßnahmen. Und das kann man sich wirklich so vorstellen wie den Titel eines Buches, das viele Kapitel enthält. In meinem Beispiel mit der Gesamtanlageneffektivität gab es zu Herausforderungen, um diese zu 10% wirklich zu verbessern. Folgende Teilprobleme. Erstens, die Bereitstellung von Rohmaterial ist nicht optimal. Die Linie muss auf das Material warten und kann nicht produzieren. Deswegen niedrige OEE. Zweitens, die Rüstzeiten sind recht lange. Wären diese kürzer, könnte man mehr produzieren und die Linie hätte bessere Produktivitätskennzahlen. Und drittens, bei bestimmten Rohmaterialien und einer bestimmten Arbeitsstation, zum Beispiel einem Hobel, kommt es immer wieder zu Verklemmungen, die man manuell lösen muss. Diese drei Teilprobleme nenne ich jetzt Hindernis und sind sozusagen die Kapitel in dem Buch mit dem Titel Gesamtanlageneffektivität um 10% zu verbessern. Also eine Herausforderung ist das übergeordnete Thema. Die Hindernisse sind die Problemstellungen, die man eben lösen muss, um seine Herausforderungen zu erreichen. Und hier ist noch ein Tipp. Formulieren Sie das Hindernis so konkret wie möglich. Zum Beispiel die Rüstzeiten der Fräse sind zu lang und sollen um 5 Minuten gesenkt werden. Wenn gleichzeitig aber die Rüstzeiten an der Säge zu lang sind, dann ist das ein eigenes Hindernis. Und die Herausforderung mit Ihren bisher bekannten Hindernissen bekommt man auf eine einfache Liste und hängt diese im dritten Teil der Shopfloor-Tafel in dem Bereich KVP, dass man wirklich die Herausforderung hat und unten drunter seine ganzen bisher bekannten Hindernisse, die uns nicht ermöglichen, sondern die uns aufhalten, dass wir unsere Herausforderung wirklich erreichen können. Im Shopfloor-Meeting wird besprochen, um welches eine Hindernis man sich jetzt wirklich kümmern will und wer dafür zuständig ist und bis wann das erledigt werden soll. Bitte machen Sie nicht den Fehler, dass der Appetit, Probleme zu lösen, größer ist, als Sie als Team verdauen können. Die Folge ist nämlich, dass kein KVP fertig wird, dafür aber 37 angefangen sind. Wenn Hindernisse voneinander klar abgegrenzt sind und in keiner Wechselbeziehung zueinander stehen, könnte man bei entsprechenden Mitarbeiterressourcen auch ein zweites beginnen.
Aber ein Mitarbeiter darf als goldene Regel immer nur ein einziges Hindernis bearbeiten, bis dieses wirklich abgeschlossen ist. Und hier wieder ein Beispiel. Die Rohmaterialanlieferung an der Säge und die Rüstzeiten am Hobel hinter der Säge wären vielleicht zwei Hindernisse, die sich vermutlich getrennt voneinander bearbeiten ließen. Also das wäre so ein Beispiel, wo es wahrscheinlich wenig Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Hindernissen gibt. Wie geht es jetzt weiter? Man stellt also eine Hypothese auf, also eine Vermutung, an was es liegen könnte und überlegt sich eine Maßnahme, also ein Experiment, um die entsprechende Kennzahl wirklich zu verbessern. Und wichtig ist das Wort Vermutung. Wir wissen nicht, ob das wirklich jetzt das Problem ist und wir vermuten, es ist die nach unserem Kenntnisstand wahrscheinlichste Erklärung vielleicht. Und danach führt man eben dieses Experiment durch. Man setzt also eine Maßnahme um und beobachtet bzw. misst eben tatsächlich anhand der Kennzahlen, ob der gewünschte Effekt eingetreten ist. Und entweder war man dann wirklich erfolgreich und die Kennzahl hat sich verbessert, oder man muss eine neue Hypothese, eine neue Vermutung formulieren und ein neues Experiment starten. Und da ist noch ein ganz wichtiger Hinweis dazu. Fehlerkultur im Unternehmen, ganz wichtiges Thema. Beim KVP machen wir Experimente, um eine Vermutung zu beweisen oder zu widerlegen. Und Experimente dürfen scheitern. Sie müssen sogar manchmal scheitern, sonst lernen wir nichts draus. Der zentrale Punkt ist dabei, die Experimente durchzuführen und daraus wirklich zu lernen. Also machen. Thomas Edison, der Erfinder von der Glühbirne, meinte mal, er wüsste jetzt ungefähr 1000 Wege, wie es nicht funktioniert, dass sie leuchtet. Also gehen Sie positiv mit gescheiterten Experimenten um. Wichtig ist nur die Schlagzahl, dass Sie diese Experimente wirklich durchführen, die Verbesserungsmaßnahmen wirklich tatsächlich angehen und machen. Wichtig ist es also, seine Hypothesen, Experimente und Erkenntnisse daraus immer kurz zu notieren auch und an der Shopfloor-Tafel hinzuhängen. Und nur so können wir alle daraus lernen. Also was haben wir beobachtet? Was ist wirklich passiert? War das, was wir erwartet hatten? Ist es irgendwie komisch? Und dem aufmerksamen Zuhörer wird es sicherlich aufgefallen sein, dass sich hinter meiner Vorgehensweise der klassische PDCA-Zyklus und die Verbesserungskater verbergen. Und wenn Sie mehr dazu wissen wollen, dann abonnieren Sie jetzt unseren Kanal, damit Sie diese Videos, die wir noch produzieren zum PDCA-Zyklus und zur Verbesserungskater, wirklich nicht verpassen. Sie erkennen jetzt sicher, dass der kontinuierliche Verbesserungsprozess eben keine einmalige Idee ist, sondern eine sehr, sehr systematische Vorgehensweise. Und das macht eben das Shopfloor-Management so schlagkräftig und hebt ungeahnte Potenziale auch in Ihrem Unternehmen. Wie denken Sie jetzt darüber? Vielleicht haben Sie ja noch mehrere Videos aus meiner Reihe zum Thema Shopfloor-Management angesehen. Haben Sie schon Erfahrungen damit vielleicht sammeln können mit dem Shopfloor-Management? Wie kam es denn eigentlich an? Schreiben Sie mir doch gerne mal Ihr Feedback in die Kommentare. Ich bin da wirklich echt gespannt drauf, ob Sie bestimmte Dinge vielleicht davon schon selbst umsetzen konnten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.